Guten Morgen. Ein paar Gedanken zur Rettung. Die Rettung naht. Das haben Sie damals schon gedacht. Das hatten wir alle mal gedacht. Vielleicht mehr oder weniger. Ich habe es in den Kommentaren immer wieder gelesen. Und das denken jetzt auch viele. Ja, wie funktioniert das? Darüber habe ich mir Gedanken gemacht. Ein paar Gedanken zum Wochenende. Erst zuhören, später kommentieren oder haltet das Video an, schreibt den Kommentar. Los, hört dann zu und verbessert euren Kommentar. Auf jeden Fall erstmal zuhören, mitdenken. Gehen wir mal ein bisschen in die Geschichte oder einfach mal zur Begriffsbestimmung. Ja, Wikipedia ist ja gut. Trotzdem. Ein Führer ist jemand, der die Leitung, Führung einer Gruppe oder einer Institution innehat. Oder Führer, Begriffserklärung. Führer politisch, weltanschaulich oder organisatorisch dominierende, leitende Persönlichkeit, also zum Beispiel ein geistiger Führer. Das sind vor allem Politiker und Staatsoberhäupter. Ich habe da mal kurz nach dem Begriff Guru geguckt. Guru als Verkörperung eines göttlichen Wesens verehrter religiöser Lehrer im Hinduismus, einem Guru folgen. Guru wird ja mittlerweile auch anders schon gedeutet als überhaupt Anführer und so weiter, dem man bis in den Tod folgt. Eigentlich hieß es wohl mal, das habe ich hier auch entdeckt, schwer und gewichtig. Naja, da kennen wir ja auch gewichtige Leute. Alpha-Tier, das war mir dann eingefallen. Ich habe dann noch nach weiteren Begriffen geguckt. Rolle im Tierreich. Also ich hatte eigentlich nach Leitwolf geguckt. Alpha-Tiere sind in der Regel die kräftigsten, erfahrensten und aktivsten Tiere der Gruppe. Leitwolf, ranghöchster führender Wolf im Rudel. Warum nicht? Nebenbei, in einem Artikel, der mir auffiel, warum die Herdenältesten das Sagen haben. Weisheit kommt auch bei Elefanten mit dem Alter. Reife Leitkühe treffen bessere Entscheidungen für die Herde als junge Elefantenchefinnen. Jetzt nicht gleich in die Tasten hauen. Ich weiß, was jeder hier, was jedem wohl da gleich einfällt. Oder Rinder haben ein komplexes Herdensystem. Rinder wählen konsequent Führungskräfte mit guten Sozialkompetenzen aus, die intelligent, neugierig, selbstbewusst und erfahren sind. Ja, und so weiter. So, und jetzt gab es jemanden, der hatte Charisma, Ausstrahlung, und der hatte sich zum Führer erkoren. Nebenbei, das hätte alles nicht funktioniert, wenn man ihn nicht tausendermal entsprechend abgelichtet hätte, wenn ihn die Medien nicht hochgepeitscht hätten. Dahinter steckte ein Riesenapparat, den Mann dann wirklich zum Führer zu machen, sodass es letzten Endes er auch so akzeptiert wurde. Ey, jetzt hoffe ich, sieht man das. Putin und Donald Trump auf dem Gipfeltreffen in Helsinki. Das war noch zu Friedenszeiten sozusagen, 2018. Schon, wenn man sich die beiden Gesichter anguckt, und ich nehme sie jetzt nochmal, weil sie besser sind, das sind Gesichter mit Ausdrucksstärke. Das war auch eine gewisse Ausdrucksstärke in diesem Gesicht. Ja, und das sind dann Führer letzten Endes. Anführer, und wir hatten alle drauf gehofft, Trump wird es schon richten. Nicht alle, Entschuldigung. Ich hatte es immer wieder in den Kommentaren 2020 gesehen. Ja, Trump lässt Truppen einmarschieren und dann wird dem ganzen Spuk ein Ende bereitet und so weiter und so fort, oder? Was ich auch immer wieder gelesen habe, ich lösche diesen Quatsch jetzt mittlerweile und Putin wird dann schon kommen und das hier alles wieder in Gang bringen und, und. Ich will jetzt gar nicht darauf eingehen, was da in den einzelnen Phasen noch passiert ist. Das wissen wir alle, das ist auch nicht wichtig. Ich bin bloß mal gespannt und ich habe mir, weshalb habe ich das Video überhaupt gemacht? Ja. Schwergewichtig schon. Leitkuh? Ja, oder wie? Oder was? Jetzt bitte kommentieren. Weshalb wählen die Leute solche Führer? Damals? Heute? Ne, damals? Heute? Klar, die haben sich zum Führer erkoren. Die haben durch ihren Reichtum und durch gewisse Ränkespiele und so weiter haben die vieles erreicht und die Medien haben das alles befeuert und unterstützt, weil die Medien ja von diesen Führern letzten Endes abhängig waren. So, aber auch hier die Medien, ja, schon.
Und ich bleib dabei, Leute. Nur Bildung hilft, damit man solchen Leuten nicht aufsitzt und solchen falschen Gedanken. Und letzten Endes, wenn wir selber nichts tun, die werden uns nicht rausreißen. Egal wie, ganz egal wohin, das führte immer irgendwo ins Verderben. Ja, ich weiß, Trump hatte Truppen abgezogen. Ich weiß, normalerweise sind die Russen ein ganz friedfertiges Volk und so weiter und so fort. Solche Gedanken schon, aber darauf kommt es nicht an. Weshalb wählen Leute sich solche Führer? Das ist es. Solche Leitkühe. Ich sag es immer wieder. Bildung hilft. Nur Bildung hilft, diesen Typen nicht aufzusitzen. Egal, welchen Typen jetzt hier. Vollkommen. Vollkommen egal. Und selbst wenn es schon 1945 schon zu spät war, man folgte diesem Typen immer noch. Und, weiß ich alles. Aber warum folgt man solchen Leitkühen? Aus Unbildung, weil man nicht weiß, was da passieren wird, weil man sich nicht erinnert, was passiert ist und so weiter und so fort. Gedanken zum Wochenende. Ich bin auf die Kommentare gespannt. Irgendwelche Trolle bzw. irgendwelche, Verzeihung, Klugscheißer, die uns wieder was von BRD, GmbH und so weiter erzählen wollen. Können wir alles später mal machen, ja. Aber die lösche ich, die fliegen raus. Na denn, ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Ich wünsche Ihnen, liebe Zuhörer, ein schönes Wochenende und verbleibe mit freundlichen Grüßen und bin auf Ihre Kommentare gespannt. Also, macht was, aber macht's gut. Bis dann. Tschüss, tschüss.